Intuitiv malen bei Krankheit Teil 2 ist das Thema des heutigen Videos. Hallo, ich bin Karin und ich begrüße dich zu diesem Video. Ja, es geht wieder hier um dieses Bild hinter mir. Wenn du den ersten Teil anschauen möchtest, habe ich dir hier einen Link vorbereitet. Intuitiv malen bei Krankheit ist für mich persönlich auch ein unglaublich spannendes Thema und sehr vielfältig. Viele von euch wissen ja, dass ich eine genesende Süchtige bin und mir hat diese Genesungswand, also es ist natürlich jetzt nicht immer diese Genesungswand, es waren viele Genesungswände, ne? So eine Wand hat mir persönlich immer unglaublich viel Kraft gegeben. Und alles Weitere erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ja, hier geht's in den zweiten Teil. Intuitiv malen bei Krankheit, die Genesungswand. Nicht? Also wer den ersten Teil gesehen hat, sieht, dass ich die Leinwände ein bisschen anders platziert habe, umstrukturiert habe. Das war für mich jetzt einfach stimmiger. So, vom Material her, es bleibt bei Acrylfarben und es kommen Posca-Stifte zum Einsatz. Ja, und hier eben die Genesungswand. Richte dir ruhig so eine kleine Genesungswand ein, es ist herrlich. Ja, was will dir vielleicht die Krankheit sagen, ja, während des Malens, wenn du magst, ja, frag sie doch mal, wohin sollst du gucken, was darfst du liebevoll in deinem Leben verändern, ja, und entwickle Sanftheit für dich und deine Probleme und bleib geduldig, ein Thema, wo ich auch selbst immer wieder dran arbeiten darf. Das ist die Geduld, weil ich insgesamt ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und es gibt immer einen Weg in die Erkrankung und es gibt immer einen Weg aus der Erkrankung heraus. Und ich persönlich kann jetzt nur schwer sagen, wann begann jetzt meine Suchterkrankung. Also auf jeden Fall ist eine Suchterkrankung oder entsteht eine Suchterkrankung über viele Jahre und bei mir gipfelte sie eben irgendwann im Heroinkonsum. Und genauso dauert dann der Genesungsweg. So gesehen ist der Genesungsweg, kein Ereignis, sondern ein jahrelanger Prozess. Und es lohnt sich. Und es spielt beim intuitiven, heilsamen Malen spielt es keine Rolle, ob es jetzt sich um eine schwere Erkrankung handelt oder um Unwohlsein. Ich setze es auch ein oder ich bei ganz normalen Kopfschmerzen, ja. Bevor ich eine Tablette nehme, probiere ich es einfach mal mit Entspannungsmusik und heilsamen Malen. Ja, während des intuitiven Malens werden einfach Selbstheilungskräfte aktiviert. Und überleg mal, auf der Leinwand ist doch alles erlaubt. Ja, wenn du jetzt vielleicht ein eher ängstlicher Mensch oder ein sehr vorsichtiger Mensch bist, dann erlaub dir doch mal auf der Leinwand Wildheit, Entschlossenheit, Mut. Verwende Farben, die du sonst niemals nehmen würdest, ja? Male mit den Händen. Es gibt auch Videos, wo Füße in Einsatz kommen.
Dann leg dir die Leinwand oder das Maltuch auf den Boden und mal mit den Füßen. Lebe und spüre dich. Spür die tiefsten Empfindungen in dir. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Das erleichtert die Suche für andere Interessierte. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Jetzt habe ich mich mal kurz selber unterbrochen. Ja, macht nichts. Ja, und wenn du magst, kombiniere gern dieses intuitive, heilsame Malen mit Meditationsmusik oder auch bestimmten Affirmationen. Eine schöne Möglichkeit wäre auch, die Affirmationen ins Bild hineinzuschreiben. Ja, hier kommen wieder die Posca-Stifte zum Einsatz. Ich liebe sie. Da kann man so wunderbar rumspielen. Wobei, das ist jetzt ein Edding, meine ich. Ja, ich empfehle dir auch wirklich regelmäßig intuitiv zu malen. Vielleicht zweimal die Woche und gönn dir mal so regelmäßige Auszeiten, einen Abend für dich. Trag's auch gerne ein in deinen Kalender. Ja, das ist jetzt ein Abend nur mit dir und der Malerei, mit deinem höheren Selbst. Also das empfehle ich dir tatsächlich, regelmäßig zu malen. Es ist wie mit dem Zähneputzen, ja? Da musst du dir auch keinen Kopf mehr machen, sondern du hast saubere, schöne, gute Zähne. Also gehe ich mal davon aus. Und du machst es einfach, ja? Und genauso ist es ja mit heilsamen Methoden. Wichtig ist, dass wir sie regelmäßig im Alltag pflegen, einpflegen. Diese dunklen schwarzen Linien, die ich jetzt male, sind unglaublich gut, um mich zu zentrieren, zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu verweilen. Probier es einfach mal aus, wie du damit klarkommst, dann eben die Formen nochmal mit einer dunklen Farbe zu umranden. Das gibt dir Halt und Sicherheit. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsames oder auch intuitives Malen. Und ja, vielleicht bis nächste Woche. Alles Liebe. Und tschüss. Ach ja, wenn du eine Frage hast, schreib sie mir gerne in den Kommentar, damit ich sie beantworten kann. Also, alles Liebe und tschüss.